Boah! Wie böse gehst du denn ab, bitte? Alter Schwede! Es ist soweit. Mercedes AMG GT Black Series 730 PS. Aerodynamik, Alter, du fliegt dir der Sack in Scheiben. Das ist unfassbar. Guckt euch dieses Auto an. Wir werden gleich einen Deep Talk machen mit Lukas von Opus. Der hat mir das Auto nämlich geliehen. Wie ihr vielleicht wisst, machen die... Boah, Alter! Machen die ein bisschen was für dieses Auto. Das Kennzeichen ist nicht umsonst so geschrieben. Kann ich euch jetzt schon mal verraten, was es hiermit auf sich hat. Mit meiner Knete, das sage ich euch jetzt. Denn ich habe eine neue Kamera am Start. Insta360 und ich zeige euch das mal ganz kurz, was ich damit mache. Ja? So war die da dran geflanscht und die hat einfach, das ist das 360 Grad Objektiv, ne? Kannst du einmal da und einmal da und einfach mit dem Saugnapf und hier mit so einem kleinen Stäbchen, mit so einem Selfie-Stick. Oh, mein altes Auto, MX-5. Und dann kannst du die egal wo, egal wie dran flanschen, also rein theoretisch könnte ich die jetzt hier dran flanschen. So. Ah, einfach mal mit einer Hand jetzt, dann ziehst du den Selfie-Stick aus. Ja? Wie geil das aussieht. Aber dann hast du tatsächlich hier diesen Look, also mit der Einstellung jetzt glaube ich nicht, weil da muss ich glaube ich noch ein bisschen Feintuning betreiben. Aber du hast quasi diesen Look von diesen Videospielen. Ja? Wenn du von hinten, ich mag den ehrlich gesagt nicht, aber zum Gucken ist das natürlich mega. Zum Fahren sitze ich lieber im Simulator innen drin im Auto, aber zum Gucken ist das natürlich Weltklasse. Guckt euch das mal an. Dieses Case ist neu. Das Case, guck hier, also vorne hinten, ne? Das Case leitet die Wärme besser ab. Es gibt ja Kameras, die haben so ein bisschen Hitzeprobleme, hat die hier nicht. Das Case sorgt dafür, dass sie 5 Meter wasserdicht ist. Das Case sorgt dafür, dass der Ton besser ist. Bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so ist. Bei 330 werden wir ganz sicher mit dem Stäbchen da nicht fahren. 20% besserer Akku und so weiter und so fort. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist genau das hier. Ich werde jetzt das da mal installieren und dann mache ich nochmal an und dann gucken wir nochmal zusammen. Ne? Freitag Nachmittag, eine sehr, sehr anstrengende Woche liegt hinter uns. Was kann man da Schöneres machen, als an unsere Nordschleife zu fahren? Da braucht man nur noch ein Auto und das habe ich mir besorgt. Das Auto ist von Opus, aber es ist tatsächlich noch Serie, weil das erklärt mir gleich der Lukas. Der kommt jetzt gleich raus, der musste noch irgendwie eine E-Mail schreiben und wir gucken uns währenddessen mal das Auto an. Alter Schwede, diese Frittentheke, das ist ja nicht mehr normal. Also ganz kurz zur Einordnung. Ne? Das hier ist 800 Newtonmeter stark und 730 PS. Puh, 4 Liter V8. Mit einer Besonderheit, die wir mit Lukas zusammen klären werden. Das ist nicht der normale AMG GT Motor, der so richtig krass blubbert. Der hat auch Sound, aber er wird anders sein. Ich denke, derjenige, der sich ein bisschen informiert hat, der weiß, dass dieses Auto anders klingt. Aber es ist ganz egal, das wird uns alles der Lukas gleich erklären. Aber das hier, nur mal ganz kurz zur Einordnung, ist mit 730 PS und diesem Doppel- bzw. Trippelflügel da hinten, ja, das sieht ja aus wie ein Bücherregal immer. Da kann ich ja meine ganzen Bücher reinstellen hier. Also das hier ist ein GT2 RS-Konkurrent, zumindest meine Meinung. Die große Frage ist, was Lukas von Opus dazu meint. Nur für die, die Opus noch nicht kennen, ist ehemaliger Rentec, jetzt Opus. Und die haben dieses Autochen hier an den Start gebracht. Dieser hier ist jetzt, boah, Alter, was hier an Aerodynamik alles ist. Da vorne den Frontsplitter werden wir nachher erklären. Das ist nochmal richtig, richtig heftig. Aber allein diese kleinen Details hier, auch das hier, dann haben wir hier natürlich Öffnungen. Da sind Öffnungen. Hier haben wir die Louvers. Auch das kennen wir natürlich vom 911er. Hier Entlüftung, dahinter der Kühler. Hier wird die Luft rausgezogen. Sorgt auch nochmal für Aerodynamik. Wir fahren heute erstmal so ein bisschen auf der Landstraße rum. Aber dafür ist das Auto nicht gemacht. Das hier ist tatsächlich die absolute Kampfansage von Mercedes, ein Track-Tool auf die Beine gestellt zu haben. Und
Das ist natürlich eine Ansage, ne? Also ich meine, dass diese GTRs schnell sind, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber waren sie auch quasi fähig, einen ganzen Trackday wie 911 GT3, GT3S und so weiter und so fort zu bestehen? Und da gab es so ein paar Stimmen, die haben gesagt, moja, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und genau dieses Mehr, das steht jetzt hier vor uns. Ich glaube, Grundpreis, 335.000, glaube ich. Sie haben ihn limitiert auf 1.700 Stück. 1.700 sind nur gebaut worden, sie sind fertig. Und sie tragen alle dieses krasse Badge hier. Aus schwarz, graumatt, also schwarzglänzend, carbonglänzend, carbonglänzend. Dann haben wir hier Magno am Start, hier Carbondach, glänzend und Magno. Ah, hier, gut. Carbonski habe ich schon abgeschlossen, Schlüssel habe ich in der Hosentasche. Hier wieder Magno, Carbon, auch Magno. Alter, diese Luvas sind so super sexy, komplett mit Steinschlagschutzfolie. Wie ihr sehen könnt, richtig schön gemacht. Alter Schwede. Ja, Lukas, komm doch mal zu mir immer. Versteckt sich dahinter den Dings. So, moin. Moin, ich wollte nicht stören. Alles gut. Also, jetzt habe ich den mal festgesaugt. Und jetzt seht ihr, dass das hier dran kommt. Ne? Das Schöne ist, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr geile Perspektive dann. Das friemeln wir jetzt dazwischen, diese Knete. So. Rein theoretisch müsste das der View werden. So, hier oben. So, Kamera läuft, Leute. Ja? würde ich sagen, wir fahren mal los. Nee, wir rennen jetzt einmal ums Auto rum. Bin ich da überall drauf? Ah, müsste doch eigentlich, oder? Schöner 964er. Müsste jetzt alles drauf sein. Also fahren wir los und gucken uns an, wie dieser View aussieht. Also, wir haben draußen die 360er und drinnen erkläre ich jetzt auch noch ein bisschen was, weil das ist natürlich eine ganz normale Actioncam und die hat den Active HDR Modus und das sorgt dafür, dass tatsächlich alles, was du durch die Fenster, also normalerweise belichtet der halt hier, ne? Aber Insta360 sagt, dass das tatsächlich besser werden soll, dass man eben draußen mehr Zeichnung hat, mehr von den Bäumen sieht und so weiter und so fort. Die Kamera soll das jetzt tatsächlich besser können. Und das, was noch besser geworden ist, ist tatsächlich die Stabilisierung. Also Stabilisierung hatte die Kamera vorher auch schon, aber jetzt hat sie die Stabilisierung nicht nur in der Postproduktion, was früher so war, sondern direkt in der Kamera. Wie schnell können wir jetzt fahren mit dem Ding? Ich stelle mir den Spiegel so ein, dass ich da oben das Ding sehe. Er wackelt ein bisschen, aber nicht schlimm, ne? Mit so einem Riesenpin durch die Gegend fahren. Okay, also 92 hält der aus. Sehr gut. Eine weitere Neuigkeit von der Kamera ist, dass sie einen 0,5 Zoll großen Sensor hat. Was macht dieser Sensor? Der Sensor, ja, im Prinzip macht, verarbeitet der das Bild. So kann man es, glaube ich, am einfachsten beschreiben. Und wenn der halt größer ist, kann er auch besser belichten. Und das sorgt eben dafür, dass die Bilder, wenn es jetzt dunkel wird, so wie hier, nicht so arg krisseln. Was andere Kameras, die fangen dann so an zu rauschen, nennt man das. Ich sag liebevoll krisseln dazu. Und ich glaube, das ist ein geiles Setup. Also diese 360-Grad-Aufnahmen, davon verspreche ich mir sehr, sehr viel. Außen, aber auch innen, bin ich sehr gespannt. Wenn ihr Bock habt auf die Insta360, dann guckt mal bitte in die Beschreibung rein. Checkt den Link aus, den habe ich da extra reingepackt. Alle Infos findet ihr dort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Handling, jetzt über den Tag verteilt, muss ich sagen, ist das super, super easy. Ich habe keine Bedienungsanleitung gelesen. Also, checkt den Link ab, ist in der Beschreibung hinterlegt. Los, bitte los. So, und jetzt wird gehämmert. Eine Sache noch, krasse Stabilisierung. Hat das Ding jetzt kameraintern und ich zeige euch das jetzt einmal. Ich renne jetzt einmal um das Auto rum und ich renne wirklich, okay? Und wir gucken, ob das ruhig wird. Du, 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 du
Insta360 hat mich drauf, wie ich um das Auto renne. Boom! Das ist hier ein richtiger Workout, Hammer. Ich habe schon ein bisschen was erzählt, dass das Auto eigentlich Serie ist. Bis jetzt, ja. Also ihr habt schon einen umgebaut? Ja, wir haben schon ein paar umgebaut. Ja, erzähl doch mal. Ja, da gibt es halt so Leistungsstufen, die fangen bei 800 PS an. Man muss dazu sagen, ja, das Auto hat ab Werk, wie die meisten Fahrzeuge heutzutage, die turbo aufgeladen sind, auf dem Prüfstand ein bisschen mehr Leistung als in den Papieren angegeben. Was ist denn bei dem jetzt das bisschen mehr? So 25 bis 30 PS ungefähr. Ja, das ist aber fair, ne? Das ist okay, genau, finde ich. Ja, es ist halt einfach wie immer, bei den ganzen Herstellern sieht es ja so aus, das Auto soll ja die Leistung, die der Hersteller angibt, ja auch in Dubai mit eventuell schlechterem Sprit und bei 40 oder 35 Grad Außentemperatur. Oder 50 Grad Außentemperatur. Genau, ja, je nachdem. Gut, irgendwann geht die Leistung natürlich auch weg. Ja. Je höher die Ansauglufttemperatur, dann wird korrigiert, angefettet. Aber im Wesentlichen in Deutschland mit gutem Sprit und bei vernünftigen Außentemperaturen. Hat er die immer. Hat er die immer, genau. Jetzt habe ich hier auf dem Kennzeichen gelesen, BS für Black Series, Mai für mein Black Series und die Zahl 1001. Was hat es denn mit der Zahl auf sich? Ja, sag mal ganz im Ernst. Ist das das, wo ihr irgendwann mal sein wollt? Oder seid ihr da schon? Das sind wir schon, ja. Es gibt sogar eine Leistungsstufe, wo es 4 Einsen sind. Aber 4 Einsen? Die ist noch nicht freigegeben, sagen wir es mal so. Entwickeln wir noch. Die ist noch nicht ganz finito. Die ist nicht ganz finito. 1001 ist mittlerweile lieferbar. Die meisten Kunden entscheiden sich erstmal, manchmal wird das ja auch nachgeholt, aber für unsere 850 bzw. 920 PS Leistungsstufen. Das würde ich auch erstmal, zum Einsteigen würde ich doch auch erstmal 920 PS empfehlen. Ja, oder 850, je nachdem. So, dann erklär mir mal bitte, warum hat der hier nur Serienleistung? Warum ist der noch nicht ready? Weil das Fahrzeug tatsächlich relativ neu ist, ja, und gerade eingefahren ist. Also ich selber habe erst 3 Runden Nordschleife damit machen können nach der Einfahrphase. Und ja, ich habe jetzt im Moment kein Fahrzeug hier mit Leistungssteigerung oder wenn, wäre es ein Kundenfahrzeug. Mhm. Und deswegen. Und Kunden wollen nicht, dass ich mit ihren Fahrzeugen fahre. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Das verstehe ich auch. Okay, also die Nachfrage ist schon sehr, sehr groß offensichtlich. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 15 Autos schon umgebaut. 15? Ja. Es sind nur 1700 gebaut worden. Ungefähr, ja. Die sind alle fertig, hast du mir erzählt am Telefon? Ja, ja, also das ist halt so, dass will da jetzt nicht Schlechtes reden über Mercedes AMG, nein, aber es gab halt einfach Zuliefererprobleme teilweise mit, ja, Carbonteilen, okay, und so weiter. Okay, das haben aber alle, ne? Genau, im Moment ist das ja tatsächlich ein Thema. Ich glaube, beim Heckspoiler war es so, dass es auch einen neuen Hersteller gibt. Also der ursprüngliche Hersteller ist entweder insolvent oder hatte technische, ja, Probleme, keine Ahnung. Es gibt einige Fahrzeuge, die sind jetzt quasi in Affalterbach dann finalisiert worden. Ja, also okay, die waren schon fertig gebaut in Sindelfingen und sind dann nach Affalterbach und dann haben sie halt irgendwelche Teile noch nachträglich installiert bekommen und werden dann jetzt ausgeliefert. Ja. Okay, und du hast schon 15 umgebaut. Wir haben uns jetzt gedacht, wir machen das jetzt einfach trotzdem, weil wir vielleicht irgendwann später im Jahr dann diese fertige 1111 Variante vielleicht. Ja, oder. Oder 920. Ja. Ist auch eine schöne Zahl. Je nachdem, was bis dahin halt fertig, genau, ist. Man muss natürlich dazu sagen, es hängt auch so ein bisschen vom Kunden ab. Ja. Es ist halt schon ein Track-Tool, wie man sieht. Ja. Und gerade auf der Nordschleife, also ich glaube mit 1100 PS, das ist leicht überdimensioniert. Aber mit 850 fährt das Fahrzeug zum Beispiel sehr gut. Ja. Ja. Wir haben ja auch diese 850, 870 PS Leistungsstufen schon beim normalen GTR, mhm, gehabt. Und das funktioniert dann schon auch noch mit Traktion, mit allem ganz gut. Aber irgendwann wird es halt kriminell. Ist das wirklich jetzt, also das ist für mich optisch, bevor ich 1 Meter damit gefahren bin und auch technisch, was da alles drin steckt, ist das der sportlichste Mercedes, der jemals gebaut wurde? Definitiv. Also zumindest halt, was einen Track-Einsatz angeht. Ja, sicherlich Längsbeschleunigung, muss man dazu sagen, ist bei dem Auto gar nicht mal so super toll, weil die Getriebeübersetzung ein bisschen komisch ist. Ja, ist nicht super toll. Nein, mit aber 730 PS. Ich möchte nur hervorheben, ein GTR, ja, ja, ist von 100 auf 200 mit der gleichen Leistung ein bisschen schneller. Ganz einfach, weil die Gangübersetzung und Drehmoment und allem, das ist halt nicht immer so, ne, dass man dann sagen kann, die Leistung muss das Ergebnis bringen. Okay, wir haben da unten diesen Frontsplitter, den, ja, man ja nicht benutzen darf. Ne? Ja, also nicht. Krieg ich den? Also auf der normalen Straße darfst du ihn nicht benutzen und demnach, ja, darfst du ihn auch auf der Nordschleife in den Tourifahrten auch nicht benutzen. Genau, beim Trackday sieht es anders aus. Genau. Ja? Aber glaubst du, dass ich, Otto, ohne Vorbereitung, ich habe wirklich nicht geguckt, glaubst du, dass ich es rauskriege? Das hat dich irgendwie verhakt, glaube ich. Das ist auch nicht schlimm. Es ist, also wir machen es normalerweise auf der Bühne. Genau. Ist das jetzt, das ist jetzt ganz raus, oder? Das ist jetzt ganz raus, genau. Okay, mega. Also hier sieht man noch so zwei... Achso, ich hole das mal schnell aus, ja, dem Handschuhfach. Super, perfekt. Das sind noch zwei so Gewindegeräte da.
Und du müsstest das Auto aufschließen. Aufschließen, Entschuldigung, ja, warte. Also, der Frontsplitter, der sorgt natürlich dafür, dass hier vorne ultra krasser Druck drauf kommt. Ne? Das soll er auch machen, er soll das Auto vorne runterdrücken. Und damit das hier immer so fest stehen bleibt, wie das jetzt so schön im Stillstand ist. Alter, das sieht aber monsterkrass aus. Ja. Boah, gibt es diese Geräte hier? Genau, das ist dann im Lieferumfang. Es wird hier oben eingehakt. Also das sind quasi wie so Halte. Effekt. Genau so. Und hier wird es dann festgemacht, ja. Ja, dann braucht man zwei Hände dafür. Ja. Also ich brauche da zwei Hände dafür. Also das finde ich schon ein Ding. Man muss dazu sagen, die Versuchsträger hatten es teilweise nicht. Ja. Und dann ist es dann bei über 300 passiert, dass das Ding einfach weggeklappt ist. Ja? Klonk auf den Boden also, genau, und weg. Und weg, beziehungsweise nach unten geklappt, weil einfach so eine Downforce entstanden ist, ja, dass das Ding weggesaugt wurde. Ich finde, dass es super sexy aussieht. Ich wollte dich gerade fragen, was glaubst du? Also ne, hast du jetzt im Prinzip schon erklärt, das ist jetzt keine Absicht. Die haben sich nicht gedacht, komm, wir machen mal so was richtig Roughes, so was Rennwagenmäßiges da dran, sondern es ist aus der Not geboren. Aus der Not, beziehungsweise ist schon ja ein Funktionsteil. Ja klar, ja, aber, nicht immer sexy aber aussehen, die Idee aber ist aus der Not raus, weil genau. Sie gemerkt haben, scheiße, wir haben zu viel Downforce quasi. Genau, genau. Wir schrauben das gleich wieder rein. Vorher erklären wir einmal ganz kurz die Aerodynamik. Im Prinzip habe ich das eigentlich schon gemacht. Also hier vorne geht die Kühlluft rein, flammt da durch den Kühler durch, der so ungefähr da steht, oder? Kann ich auch die Haube aufmachen, ne? Ja, mach doch mal die Haube auf. Tatsächlich ist das System so ähnlich wie beim GT3-Rennfahrzeug, wie beim GT4. Ah, okay. Davon ist es angelehnt, ne? Okay. Mit dem schrägstehenden Kühler und so weiter. Cool. Bei dem Auto auch zweimal ziehen für die Entriegelung. Ja. Genau. Und dann ist sie offen. Und was da jetzt dahinter ist, das zeigen wir euch jetzt als allererstes. Weil das ist nämlich wirklich krass. Also da kommt Luft rein. Und die wird dann tatsächlich, nee, das stimmt doch gar nicht. Was erzählen denn die Leute? Ey, ohne Quatsch, ich habe mir Videos im Internet angeguckt. Ja. Die haben erzählt, dass diese Öffnung hier dafür da ist, um diese Finnen anzuströmen, die nee, dann nicht hier diese Finnen. Das die ist entsprechend, ja genau, das ist ja viel Führung, zu weit hinten. Nur zu den Ladern. Die gehen hinten direkt da rein. Diese oder Finnen, hier vorne. Bitte? Nee, die kommen hier vorne, genau. Das da. Genau, hier vorne und dann geht das im Endeffekt so und kommt unten am Unterboden raus. Bei dem Fahrzeug ist es ein bisschen anders, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein GTR hast und hast nach dem Einsatz auf dem Track lässt ihn stehen, weil das eine geschlossene Haube ist, merkst du viel mehr auch, wie hier unten dann tatsächlich diese heiße Luft aus dem Motorraum kommt. Und die wird natürlich dann im Fahrbetrieb einfach durch die Sogwirkung unten weggesaugt. Ich würde mir gerne noch hinten dieses wunderschöne Bücherregal angucken. Das ist krass, ne? Mehrfach verstellbar, muss man auch dazu sagen. Ja. Nicht nur hier. Also hier haben wir erstmal eine Verstellung in drei verschiedenen Stufen. Genauso ist die hier vorhanden. Ah, der zweite, also das ist für die untere Ebene hier gewesen, da unten. Genau. Und hier, wo ist da die Verstellung? Sieht man nicht. Sieht man nicht. Die Löcher sind jetzt quasi abgedeckt. Ah, okay, weil sie drinnen sind. Die sind hier quasi da. Dahinter, nach oben. Ja. Dann kannst du das auch nochmal höher stellen. Alles klar. Also du nimmst die Schraube raus, ziehst sie raus, stellst sie nach oben und dann kannst du in der nächsten, die Löcher sind quasi hier. Genau, das sind noch zwei bzw. drei weitere Löcher. Ja. So, und dann haben wir hier auch noch dieses Teil. Wie verstellt sich das denn? Automatisch bzw. auf Knopfdruck. Je nachdem, welcher Fahrmodus ausgewählt ist, Komfort, Sport Plus, Race und so weiter, geht das Ding halt eben auf. Wie ist das geregelt? Auch, das ist im Endeffekt hier ein Aktuator, der da integriert ist. Der ist da unten drin, oder was? Der ist hier in der Haube quasi unten integriert. Sieht man nicht. Also und man geht das dann über Seilzüge dann, ja, oder wie? Im Prinzip ist da so eine Art Seilzug, beziehungsweise hier sieht man so ein bisschen dieses System. Das ist eigentlich eine Stange, mehr als ein Seilzug. Ah, ja. Okay, dann haben wir unten noch, das Video wird sehr, sehr lang, Entschuldigung. Hier haben wir auch Aerodynamik. Da unten, es sieht so krass aus, Leute. Hier diese kleinen Dinger sorgen nochmal extra für Verwirbelung. Da vorne sind die gleichen, da hinten auch, ganz vorne auch, seht ihr vielleicht. Ansonsten ist der Unterboden sehr, sehr glatt. Und das alles sorgt dafür, dass die Luft quasi unterm Auto beschleunigt wird durch die Verwirbelung auch. Ja. Und das sorgt eben dafür, dass das Auto tatsächlich an dem Boden angesaugt wird. Also, ich überlege gerade, ob wir uns erst den Sound anhören und dann sagen, warum der so klingt. Wie du willst. Das Auto klingt halt eben nicht wie der typische V8. Wie dieser AMG, dieser typische AMG-Brobel-Sound. Genau, ja. Wo natürlich eine vorgegebene Zündreihenfolge ist. Hier ist auch eine andere Zündreihenfolge, kommen wir gleich noch dazu. Aber letztendlich kann man, glaube ich, wenn man gleich das Fahrzeug hört, wird man feststellen, er klingt eher wie ein Vierzylinder. Er klingt fast schon wie ein A45. Was? Wie ein Vierzylinder? Ja.
oder beziehungsweise wie zwei parallel laufende Vierzylinder, so muss man sich das vorstellen. Okay. Ich meine, Klangbild ergibt jetzt sich will ich ihn schon hören, ehrlich gesagt. Jetzt kann ja. ich schon fast nicht mehr abwarten, weil zwei AMG Vierzylinder, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Also, wieso klingt er so? Ja, er klingt halt einfach so, weil natürlich die Kurbelwelle eben eine 180 Grad, eine flache Kurbelwelle ist. Ja. Hat letztendlich den Vorteil, dass das Fahrzeug gerade im oberen Drehzahlbereich wesentlich drehfreudiger ist. Die also Kurbelwelle kann leichter sein, braucht weniger Gegengewichte. Der ganze Kurbeltrieb mit Pleuel und Kolben und so weiter kann also erleichtert werden. Aha. Der Nachteil ist, merkt man vielleicht, der Motor läuft im Leerlauf ein bisschen unruhiger. Es ist halt eigentlich, kann man sagen, wie ein Sportmotor gebaut. So, eine Sache haben wir noch nicht gemacht, nämlich da hinten reingeguckt. Ja. Lukas, mach mal bitte. Weil da sind natürlich auch extreme Kräfte. Wenn du dieses, ich nenne es liebevoll, mein Bücherregal siehst, dann kannst du dir vorstellen, wie viel Kraft da hinten drauf kommt, wenn der Wind hier bei, keine Ahnung, 300 km/h drauf donnert. So, und jetzt haben wir da hinten erstmal eine komplette Carbonnummer hier. Was gibt es noch für Spezialitäten? Ja, eine leichtere Heckscheibe. Ja, mit Heizung sieht man kaum, aber ich glaube, man sieht das tatsächlich sogar. Also auch das. Selbst die Frontscheibe ist leichter bei dem Auto. Ja. Aber viel interessanter ist wirklich hier dieser Motorsportansatz, wo man sieht. Was ist das denn? Ja, im Endeffekt ist das hier tatsächlich der Überträger der Kräfte direkt vom Flügel über dieses Element hier, wo es dann halt natürlich feinjustiert ist. Okay. Ja. Also dieses Moped hier wird sich hier drauf abstützen. Genau. Genauso auf der anderen Seite. Das heißt, die Kräfte, die hier drauf kommen, gehen direkt auf den Rahmen, ja, auf das Chassis und nicht jetzt irgendwie über die Dichtung. Ja, weil zum Beispiel beim Originalfahrzeug ist dieses Element hier. Ja. Ja, und dann hat man natürlich hier eben Bewegung und Spiel und hätte dann einfach zu viele Verluste. Außerdem gehen diese ganzen Plastiksachen und Dichtungen dann auch kaputt. Ja. Ja, und ja, das ist hier tatsächlich richtig ordentlich gelöst. Boah, Alter, wie das aussieht. Guckt euch das mal an, Leute. Eieieiei. Das klingt aber nicht schlecht. Ist jetzt Klappe offen? Ja. Klappe ist jetzt offen. Das ist schon mit Fernbedienung mit offenen Klappen. Also, ja, das ist das Einzige, was Lukas gebaut hat. Nämlich die Fernbedienung für den Lautsprecher sozusagen, für die Klappe. Der ist jetzt dann quasi offen. Und du kannst ihn auch immer offen und immer... Kannst ein bisschen Gas geben einmal, dass wir ein bisschen was hören? Klar. Wir haben ja 75 Grad Öltemperatur, ist warm. Haben wir, okay. Ja. Aber es hat eben dieses A45-Soundmäßige. Zwei A45 gleichgeschaltet. Quasi, ja. Ja, ja, es stimmt schon. Aber ganz ehrlich, meine... Wenn der Nutzen so krass ist und ist halt, das ist halt einfach, das ist eine Herzensangelegenheit eigentlich, ja. Ne, zu sagen, wir lassen jetzt den Sound weg, das wofür AMG ja auch zu sehr großen Teilen steht, ne, wir lassen das jetzt wirklich weg, weil wir etwas sehr Besonderes bauen wollen und das haben sie gemacht und das finde ich auch ein Statement von Mercedes, dass sie sagen, ey, wir ziehen das jetzt durch, wir machen jetzt nicht hier so wie sonst immer und schön laut, sondern wir machen jetzt was anderes, wir machen jetzt echten Sport. Das hat aber auch natürlich mit den neuen Geräuschvorschriften zu tun. Ja, muss man dazu sagen. Also das Auto. Nein, jetzt mache ich hier so eine romantische Ansage und du zerstörst das direkt wieder. Aber es ist ja auch gut so letztendlich, weil es gibt ja genug Kunden im Ausland, die vielleicht nicht so Regularien haben wie hier in Deutschland, wo es dann halt eben Straightpipe und so weiter. Ja. Und dann klingt das Ding schon ganz krass anders. Also dann geht es schon wirklich Richtung, dann wird es italienisch, kann okay. man sagen. Das wird italienisch. Dann werden wir jetzt mal italienisch. Ich steige ein, borge die Kameras ein und dann geht's los, bitte los. Also ich sag mal so, wer keine Lust hat auf einen GT3 RS oder einen GT2 RS, der muss sich so einen Black Series holen. Weil das ist ein Auto, was ultra geil ist. Ultra, ultra geil. Es ist wie bei Porsche. Je mehr du dieses Auto rannimmst, desto mehr macht alles Sinn. Und desto mehr gerät in den Hintergrund, wie das Auto klingt. Weil es nicht wichtig ist. Wichtig ist, er klingt ja geil. Er klingt komplett anders. Das ist nicht mehr dieses AMG-Ding, dieses beim Wegbeschleunigen, ne? Thema Zündfolge. Aber
Es ist halt so, dass dieses Auto funktioniert, je mehr du es rannimmst. Die Reifen werden warm, der Motor wird warm, der Motor schreit dich an. Gib mir mehr! Und das macht halt einfach Sinn, dass dieser Motor so klingt, weil er einfach besser ist, wenn die Kurbelwelle flach ist. Ich habe immer mal wieder in dem GTR drin gesessen, habe mir so gesagt, so, irgendwie die Hinterachse ist so ein bisschen, weiß nicht so recht, so richtig das Vertrauen habe ich nicht rein. Du kannst Vertrauen haben, aber das Gefühl war bei mir oft so, dass ich so dachte, kann er das jetzt und hat er jetzt noch Traktion oder wischt mir das Heck jetzt gleich weg? Unsere Drifter-Suche auf dem Mercedes-Kanal übrigens zu sehen, wenn ihr wollt, Jean-Pierre und Icke, das war Weltklasse. Und diese Driftversuche haben auch gezeigt, dass das Auto kann und du spürst sehr wohl, wann wischt er denn eben weg. Also ich sag mal so, ne, mit einem 730 PS Ofen auf der Nordschleife aufzuschlagen, das ist heftig. Das ist einfach nur heftig. Dann nehmen wir aufmachen! Wie rau dieses Auto ist, ne? Wie rough das ist. Das ist genau das, was du willst, wenn du ein Track-Tool willst. Du willst, dass sich das anschreit. Du willst, dass das richtig heftig ist. Boah! Wie böse gehst du denn ab, bitte? Alter Schwede! Tiergarten! Also, für alle, die sich Sorgen gemacht haben, die Bodenwelle ist immer noch da, aber wie gehorcht dieses Auto aufs Wort an der Vorderachse? Brutal! Alter! Das ist ja nicht mehr normal! Alter! Jetzt weiß ich, was Lukas meinte, als er gesagt hat, hier, das ist wie so ein GT3. Ich bin das GT3-Auto noch nicht gefahren, würde ich aber gerne mal, falls irgendjemand da, der so ein AMG... Alter Schwede, ist das schnell. Alter Schwede. Asozial schnell. Also, und der ballert, ja, hört ihr, ne? Und ich habe 0,0 irgendwie das Gefühl, dass ich hier irgendwas vermisse. Ganz im Gegenteil. Junge, das ist nicht mehr normal. Glaubt es mir einfach, wie das Auto, also das ist ja immer das Schwierigste, ein Auto zu bauen, was einlenkt, was willig das macht, was du es ihm befiehlst an der Vorderachse. Und das ist krass, wie der, ich muss jetzt mal ganz kurz Gas rausnehmen, weil ich euch ein bisschen was erklären will natürlich auf dieser einen Runde. Und weil ich auch nicht weiß, wie das Auto fährt. Aber es fährt sehr, sehr gut. Aber es ist krass, wie viel Selbstvertrauen dir das Auto gibt. Alter, wie schnell bist du? Junge, Junge, Junge. Alter, also wie viel Vertrauen dir dieses Auto schenkt, das ist nicht mehr normal. Ihr seht das ja, ne? Also die Geschwindigkeiten sind schon gefühlt extrem heftig. Natürlich kommt da auch ein großer Teil vom Reifen, weil dieser Reifen einfach ein Ultra-Supersportreifen ist und einfach klebt. Das ist nicht mehr feierlich. So, Respekt vor den Älteren. 964, bisschen umgebaut. Hier ist schön mit Käfig drin und allem drum und dran. Den lassen wir seine Arbeit tun und reihen uns hinten ein. Aber das ist so krass, wie dieses Auto liegt, wie schnell das ist, wie viel Vertrauen dir dieses Auto gibt, ist nicht mehr von dieser Welt. Und das ist wirklich krass. Ich habe jetzt Sport Handling Mode an und das ist ober heftig. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Eingriff gespürt, wie das Auto nach vorne marschiert ist. Ist unnormal krass, wie schnell. Oh, Metzges fällt hier, das ist... Also, das Grip-Level, alter Verwalter. Oh! Diese schnelle Links-Rechts-Kombination nach dem Metzgesfeld. Da ist eine so eine kleine Bodenwelle drin. Die meisten Autos werden da sehr, sehr unruhig. Aber der hat jetzt einmal ganz kurz gezuckt. Piff-Puff hier. Auch ultra ruhig. Dann hier Miss-Hit-Miss. Das ist aber nicht mehr. Alter, wie schnell bist du? Das ist ja unnormal.
Und ich habe immer mal wieder so ein bisschen beim GTR, immer mal wieder, wenn ich damit gefahren bin, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so, ja, irgendwie kann ich der Hinterachse nicht so richtig trauen. Und das ist bei dem Auto hier komplett weg. Auch die Bremse, Alter! Druckpunkt, sensationell. Wir sind jetzt mittlerweile Ex-Mühle. Mal ganz kurz Druckausgleich machen in den Malmedi-Öhrchen. Wie der hier hochstiert! Alter, wir haben jetzt schon 200 drauf! Niki Lauda-Eck, auch extrem ruhig beim Anbremsen. Überhaupt kein Problem. Also ich bin jetzt weit weg vom Limit, ne Leute? Dann gehst du hier ans Gas, Bergwerkkurve, Alter, und das macht Feuer, das Ding, dass alles zu spät ist. Und die Geschwindigkeiten, die du hier fährst, mit der du hier zum Beispiel in dem Linksknick, an dem schnellen Linksknick, wo alle sagen, naja, der geht voll, wenn du ihn richtig triffst. Die Geschwindigkeiten, mit denen du hier ankommst, sind so exorbitant krank, dass du dich nicht traust, da voll durchzufahren. Auch jetzt der Rechtsknick hier, den bin ich mit dem M2 CS Racing, bin ich in voll gefahren. Aber da habe ich jetzt tatsächlich ganz kurz mal die Bremse angetippt zur Mutkurve. Alter Schwede, ist das ein geiles Auto. Ich habe jetzt noch, ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal an einer Wippe gezogen hier. Seitdem ich, boah, ist das sensationell gemacht. Wenn die Anfahrt hier aufs Karussell hast, ne, da gibt es ja so eine kleine Bodenwelle. Da bin ich jetzt einfach stumpf voll drauf geblieben im Sport-Handling-Modus. Auch hier Ausfahrtkarussell voll drauf geblieben, einfach voll stumpf, einfach weil ich es wissen wollte. Und das Ding macht das, das ist unfassbar. Elektronik regelt zwar, aber ist kein Spaßverderber, sondern sorgt dafür, dass du die perfekte Traktion raus hast. Alter, das Auto ist ein Wemser. Ich sag's euch ganz ehrlich, so schnell bin ich hier, glaube ich, mit dem GT2 erst nicht lang gefahren. Oder? Ich weiß es nicht. Zeitmessung ist ja nicht erlaubt hier. Und das ist auch gut so, finde ich. Aber alter Schwede, ist das schnell. Das Auto macht alles. Ich glaube wirklich, dass ich mit dem GT2 erst nicht so schnell war. Boah, Alter. Bremse sich verkeilt, also wie die Reifen sich beim Bremsen verkeilt, meine ich natürlich. Das ist nicht mehr feierlich. Hier, hohe. Oh, Eiskurve. Normalerweise eine Kurve, wo es echt tricky wird mit der Traktion. Dann hier die Anfahrt auf die 169 zu. Dann nochmal kurz drauf vor dem Pflanzgarten. Ja, das geht viel, viel schneller. Ich weiß das. Ich weiß es, dass es schneller geht. Es auch, Alter. Ich gucke immer mal wieder nach hinten, aber da kommt nichts. Wie soll auch was kommen, Leute? Wir haben 730 Pferdchen am Start und der Kutscher weiß einigermaßen, wie das hier geht. Alter Schwede. Ich muss jetzt mal ganz kurz Gas rausnehmen, weil das ist ultra heftig. Ruft da jemand an oder was? Vibriert da so? Ne, es vibriert einfach nur. Alter Schwede, ist das krank, ey. Wie das Auto geht, ist nicht mehr feierlich. Alter! Alter Verwalter! Es ist ja nicht mehr normal! Alter Schwede, ist das krank! Alter! Boah! Okay, wenn ich mich vor dem Video frage, kann es sein, dass das hier der allersportlichste Wagen ist, das allersportlichste Serienfahrzeug ist, was Mercedes jemals gebaut hat, dann kann ich das nach diesem Video mit einem ganz, ganz klaren Ja beantworten. Also ich sag mal so, ich sage, das Auto ist absolut ebenbürtig mit dem GT2 RS MR. Weil es kommt dann wirklich auch auf den Fahrer drauf an. Ne? Klar, wenn du jetzt sagst, ja okay, dann soll der Maro Engel mal den hier fahren und den GT2 RS MR, was er nicht machen wird, weil er hat einen Mercedes-Vertrag und Mantel wird ihn noch gar nicht reinlassen, weil er hat einen Mercedes-Vertrag. Aber rein theoretisch
glaube ich, wenn du auf dem Trackday bist, du hast keine Probleme mit diesem Auto mitzuhalten, mit dem AMG GT Black Series. Der Black Series ist jetzt das, was RS bei Porsche ist. Ich hoffe, es haben die Aufnahmen mit der neuen 360er Cam gefallen. Ich hoffe, das gab so ein bisschen einen anderen Einblick mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Kamera-Update hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und damit sage ich einen herzlichen Dank fürs Zusehen, liebe Zuschauer.